Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Reality. Als allererstes machen wir natürlich Groom Fall Down for a Show. Und dann habe ich dieses Mal, Leute, kein einziges Pferd gekauft, weil ich bis zu meinem Livestream am Samstag die Plätze komplett voll hatte. Mittlerweile habe ich jetzt wieder 19 Plätze frei, aber ich habe so viele Fohlen und ich habe schon wieder Fohlen bekommen. Aber ich habe auch noch einige Verkaufspferde, die ich in nächster Zeit an euch dann auch noch verkaufen werde. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich natürlich bei den DP-Spendern der Woche, der letzten Woche bedanken. Also von Sonntag bis letzten Samstag. Und zwar am meisten gespendet hat Aurelia K. Vielen lieben Dank, Aurelia. Ich habe mich mega über deine Spenden gefreut. Außerdem mehrmals gespendet haben Jana-Lightmountain21, Celine-06 und Maria-Eisball02. Weitere Spender waren die Petra Chia, die Flow-Cat, Morguleth, Jana Stein, Mickey, Easylu, Quarterlove44, Starnight, Diana Eventing, Nora Marlina, Annabelle Meindorf, Fabiana und mir-Tulipman. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Es hat mich natürlich mega gefreut und ja, weil es dann doch ein paar Spenden waren, erfülle ich euch jetzt euren Wunsch. ganz, 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 ganz viele von euch haben sich gewünscht, dass wir Silver Joey groß machen. Er ist zwar noch nicht wirklich trainiert, ihr seht hier, wir haben noch einiges. Das heißt, ich wollte eigentlich ihn noch ein paar Tage länger fohlen sein lassen, aber ihr habt es euch einfach gewünscht. Was soll man machen? Dann hätte ich gesagt, starten wir los und machen den kleinen Mann groß. Und jetzt müsste er eigentlich groß sein. Und er ist erwachsen. Unser wunderschöner Silver Joey. Er ist ein absoluter Traum. Oder was meint ihr? Oh mein Gott. Jetzt ist die Frage, ich finde, ihm gebührt definitiv auch ein Hintergrund. Jetzt hätte ich gesagt, wir probieren einfach mal Lavender Sunset. Von dem habe ich noch einige. Wo ist denn der Silver Joey? Ach so, der hat, glaube ich, so ein Emblem vor seinem Namen, genau. Wow, das sieht doch wunderschön aus, oder? Ich bin absolut begeistert. Natürlich werde ich ihn jetzt auch als Deckhengst euch zur Verfügung stellen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, er hat ein Star-Prädikat bereits und hat, wie gesagt, ein Cream-Gen, ist ein Doppel-Splash. Er ist einfach nur ein absoluter Traum mit einem Traum-GP von 666. Wie gesagt, eigentlich ist er das Teufelchen. ich biete ihn an für 7500 Horse Reality Credits oder 250 Delta Points. Ich gucke jetzt auch noch mal ganz kurz dann nach, wie das, also er ist ich bin absolut happy und meine White Witch, Leute, bekommt übrigens wieder einen Hengst. Ich werde wahnsinnig und White Witch wird natürlich dann danach mit Silver Joey gedeckt werden. Dadurch, dass Silver Joey ja das Cream Gen noch hat, ich den jetzt für 7500 Horse Reality Credits anbiete, werde ich ab sofort White Phantom von den Horse Reality Credits ein wenig runterschrauben. Und zwar kostet er ab jetzt nur noch 6000 Horse Reality Credits. Er ist immer noch ein super toller Hengst. Er ist eben Black, wer Black gerne möchte. Aber dadurch, dass er jetzt Silver Joey der neueste Hengst ist, habe ich beschlossen, glaube ich, den White Phantom ein bisschen günstiger zu machen für alle, die mir geschrieben haben, dass sie einfach nicht so viel Geld haben. Ich möchte auch gern noch eine Stute gleich mit meinem Silver Joey decken, und zwar Expensive Pass. Die spritzen wir aber jetzt ganz kurz dafür an. Die Expensive Pass. So. Und dann gehe ich zurück zu der Maus.
Und dann hoffe ich jetzt einfach, dass sie dann auch gleich aufnimmt, denn ja, das ist mega, oder? Ich bin super gespannt. Hier könnte tatsächlich auch ein Splashy rauskommen und ja, ich freue mich auf das kleine Fohlen. Wir haben, apropos Fohlen, auch einige Fohlen bekommen. Und zwar meine Kamark-Stute. Die Grey Lady hat ein Stutfohlen bekommen. Es hat natürlich einmal Graying. Ich habe es auch schon getestet. Es ist ein kleines Füchschen, was mich sehr, sehr freut. Das heißt, mit dem richtigen Hengst könnte ich das nächste Mal eine 50-prozentige Chance bekommen, dass ich ein Fohlen bekommen werde, das kein Graying hat. Sobald die kleine Maus erwachsen ist, wird Grey Lady auf jeden Fall zum Verkauf stehen. Ich nenne die Maus ganz salopp Red und sie hat EE, AAGG und hat ein GP von 597. Als nächstes hat meine wunderschöne What Are The Odds ein Stutfohlen bekommen. Und zwar, ich hatte in einem Freitagsvideo, hatte ich die Heli 96 besucht und Wild Robin gesehen. Und ich fand Wild Robin einfach so wunderschön, dass ich gesagt habe, ich entdecke meine What Are The Odds. Ich züchte ja eigentlich gar keine Mustangs mehr, aber da habe ich einfach, ach, da konnte ich einfach nicht anders, Leute. Wir testen sie jetzt mal ganz kurz und schauen mal, ob sie das Ronny. Oh mein Gott! Why? Das ist super klasse, Leute. Dass sie ein Tovero ist, sieht man ja bereits. Also ein Overo und ein Tobiano. Aber sie ist auch noch Roan. Und ja, was soll ich sagen? Klasse. Also absoluter Jackpot. Wir nennen die kleine Mann Wild. Wir nennen sie Wild Arts. Und sie hat sogar zwei kleine A. Also dieses Pferd ist einfach unglaublich. Und dann geben wir hier oben, ich muss das immer kopieren bei einem Pferd, wir nehmen jetzt mal Blue Sugar und dann kopiere ich das rein und sie hatte ein GP von 625, Leute, das ist echt richtig gut, oder? Für einen Mustang, klasse. Dann hat meine Holy Pearl, glaube ich, heißt sie. Wie heißt sie nochmal? Ich habe zu viele Pferde, Leute. Angel Gold, fast. Meine Angel Gold hat einen Stutfohlen bekommen. Und wir gucken jetzt gleich mal. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wenn es eine richtig nice Farbe ist. Sieht aus wie Cream Pearl, oder? Kann das sein? Ja, es ist Cream Pearl. Und das sieht richtig süß aus, oder? Was hat sie denn für Werte? Ah, leider zweimal Average. Das ist sehr, sehr schade. Aber Cream Pearl ist auf jeden Fall, habt ihr mir zumindest gesagt, eine Farbe, die ganz beliebt ist. Wir nennen sie Angel Pearl. Und sie hat, was hat sie nochmal für Werte? EE, AA, CR, PRL. Und ein GP von 634. Süß die Maus, oder? Sie wird auf jeden Fall auch zum Verkauf stehen, wenn sie groß ist. Als nächstes haben wir wieder einen Hengst. Wie man hier schon sieht, ist es ein Classic Champagne. Der Papa ist der Little Devil und die Mama die Classic Coffee. Ich bin mega gespannt, ob er Doppel Champagne trägt oder einfach. Es ist mindestens einfach, weil der Little Devil ja doppelt Champagne hat. Er hat Doppel Champagne! Oh mein Gott, er hat Doppel-Champagne, das freut mich natürlich total. Das ist richtig, richtig klasse. Wir nennen ihn Little Espresso, weil er aussieht wie ein kleiner Espresso. Und Espresso ist ja auch eine Art von Kaffee. Jetzt weiß ich nur leider nicht mehr, ob er zwei oder eins hatte. Er hatte eins, das heißt, er könnte theoretisch auch mega cool
einen Fuchs machen, was ich richtig klasse finde. Ich finde es immer toll, wenn man einfach viele Möglichkeiten hat. Das GP ist 647 und er ist süß, oder? Ich bin begeistert. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich weiß noch gar nicht, hat er... Ach, schade. Er hat einmal Average. Ansonsten aber alles gut. Dann, das letzte Mal hatte ich vergessen, euch das Fohlen von Roan Candy zu zeigen. Der Papa ist der Marino. Der hat doppelt Splashed White, doppelt Roan und OLW. Somit ist dieses kleine Fohlen auf jeden Fall Splashed White Träger und auch Roan, was ich richtig klasse finde. Leider Gottes ist der Papa nicht so gut, deswegen hat auch der Sohn zweimal Average. Ich glaube, ich habe den kleinen Mann noch nicht getestet. Das heißt, das machen wir jetzt einfach gemeinsam. Wir machen heute einfach so eine kleine Fohlenzuchtfolge sozusagen. Und dann gucken wir mal. Er, ja, man sieht ja auch schon, ne, dass er ein Black ist. Er hat ja, OLW, Splashed White, Roan jeweils einmal. Und hat ein GP von 647. Hatten wir das nicht gerade schon? So, das hat auch alles super hingepasst. Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen. Wir nennen ihn Spooks Roan. Das passt ganz gut von der Ahnentafel her. Und ich finde ihn richtig klasse. Und Roan, Leute, Roan wird richtig, richtig klasse aussehen. Das letzte Foli, das ich bekommen habe, ist auch nochmal ein Hengst. Wie ihr jetzt schon seht, ist es Silver, ein Bay-Silver-Hengstchen. Und ich habe den kleinen Mann noch nicht getestet und das machen wir jetzt eben nochmal auch gemeinsam. Ihr fandet es, glaube ich, immer früher ganz cool, wenn wir das alles gemeinsam gemacht haben. Ich hatte im Moment einfach immer so viele Sachen auf der Agenda, dass das einfach nicht möglich war. Durch den Livestream habe ich aber jetzt einfach auch mal Zeit, mit euch wieder so eine Folge zu machen. Ich hoffe, ihr freut euch. Jetzt brauchen wir aber als allererstes noch einen Namen. Oh, und er ist Roan. Ich wollte nämlich jetzt gerade gucken, ne, ob er Roan ist. Und ja, ich hatte so salopp geguckt und dachte mir so, ja, er ist eh Silver. Aber er ist Silver Roan, Leute. Oh mein Gott, das wird so besonders aussehen. Er ist Silver Roan. Sein Papa ist Frosted Hollywood. Die Mama ist die Toffee. Das OLW hat er leider nicht geerbt. Aber dafür eben Silver und Roan. Das finde ich super klasse. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Namen. Wir nennen ihn Frosted Roan. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was er alles war. Er hat EE, AA, dann hat er Z, Roan und ein GP von 637. Das ist unser kleiner Frosted Roan. Als letztes kommt noch Cuddys Brief. Hallo Sandy, vielen Dank nochmal für die kleine Maus. Sie hat ihren Flug gut überstanden und hat sich nun schon langsam bei mir eingelebt. Sie tobt mit den anderen Fohlen über die Weide. Ein ganz schöner Chaotenhaufen, kann ich dir sagen. Oh mein Gott, das glaube ich. Falls ihr Cuddys Folge nicht gesehen habt, dann guckt auf jeden Fall bei Cuddy Gaming vorbei, denn die Cuddy hat eins meiner Pferde gekauft und zeigt euch die Maus in ihrem Video. Ich hoffe, dass Cookies and Cream... Ich hoffe, dass Cookies and Cream hat geschmeckt. Ich liebe die Sorte auch unheimlich, vor allem, weil man sich nicht entscheiden muss, ob man nur lieber ein Eis isst oder doch lieber bei Keksen bleibt. Da hat die Cuddy recht. Dankeschön! Ja, das Züchten eines Sabinos ist echt nervenaufreibend. Wenn man kein Welsch hat, was nicht bereits die Gene in sich trägt, scheint es unmöglich. Zum Glück habe ich nun schon einige Stutfohlen mit Sabino Papa. Allerdings sind da alle noch klein. Miss Andel ist die erste ausgewachsene Stute mit Sabino-Genen und sie wurde dann auch prompt Mama des Sabino-Fohlens. Oh mein Gott, cool! Ich mache jetzt noch eine abendliche Runde bei den Pferden und verkrümel mich dann ins Bettchen und lese noch ein wenig. Da komme ich immer viel zu selten dazu. Wie sieht es bei dir mit Fohlen aus? Alle gesund und munter? Liebe Grüße, Cuddy. Danke, vielen Dank, Cuddy, für deinen Brief. Und falls ihr euch fragt, wer die Mama des Fohlens war, dass ich der Cuddy verkauft habe, das ist nicht von mir gezüchtet gewesen, sondern von Platin. Und die Mama des Fohlens ist meine Hepni, auch gezüchtet von Platin. Und es ist die Vollschwester von
meiner Arwen. Arwen hat ein unglaubliches GP von 614, ist eben auch splashed white, trägt auch Silber und ja, die beiden sind Vollgeschwister. Dann war es das aber auf jeden Fall von dieser Folge. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!